Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich habe in der letzten, sagen wir mal, 10 Minuten versucht gehabt, herauszufinden, ob es möglich ist, jeden zu töten. Aber nein, es ist nicht möglich. Deswegen schade eigentlich. Die meisten kann man töten, ja. Aber dann gibt es so Charaktere wie Jarvis als Beispiel. Die sind unsterblich. Den kannst du so viel Schaden versuchen zu machen, wie es nicht geht. Deswegen haben wir diese Sonderfolge jetzt doch abgeblasen. Also, ja, ist einfach nicht möglich. Aber wir machen uns jetzt trotzdem mal auf den Weg in Richtung, erstmal die Magie machen wir weg. Die hatte in der letzten, ja, nicht Folge, aber sagen wir mal so beim Dingens hier, wo ich versucht hatte, hier alle niederzumetzeln. Die hatte sehr gestört. Da hatte Neu hier, wie er heißt, nicht das Schwert gezogen, sondern immer wieder diese scheiß Magie. Und das hat so gestört, dass er immer wieder den hier gezogen hat. Und er hat auch ewig gedauert, bis er überhaupt da auf die Idee kam, so das Schwert mal zu ziehen. Auch wenn ich die 1 gedrückt hatte, für das Schwert hat er trotzdem nicht gezogen. Aber egal, wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Tempel der Orks in die Orkstadt. Und sehen zu, dass wir jetzt mal gegen den Schläfer antreten. Beziehungsweise, warte mal. Genau, wir müssen jetzt so, über einen Monat, Ingame-Monat, hat das jetzt gedauert auch, alles. Und da bin ich jetzt gespannt. Habe ich eigentlich, nee, hier. Ja, ich habe eigentlich 10 Erfahrungspunkte. Könnt ihr die mal in die Armbrust eigentlich investieren bei Scorpio? So, wir bräuchten aber auch noch mal 20 weitere. Dafür bräuchten wir 15.000 Erfahrungspunkte jetzt schon wieder. Die schaffen wir jetzt nicht. Da haben wir auch viel zu viele Fehler gemacht. So was Skill, also was Leveln und so weiter angeht, was Missionen angeht. So. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Orkstadt. Und dann sind wir eigentlich auch schon, glaube ich, sobald wir das jetzt fertig haben. Es ist ja schon Ende des Spiels, kann man sagen. Kapitel 6 ist jetzt nur noch gegen den Schläfer da anzutreten. Und hier lang. Genau, da ist auch schon die Brücke. Kann ich mit Urshak noch mal quatschen? Nö. Mit Urshak kann ich noch nicht mehr quatschen. Hier dürften jetzt auch keine neuen Orks gespawnt sein. Hier sind keine neuen. So. Da geht's jetzt runter zu dem Schläfer. Wo finden wir den Weg nochmal da zurück? Wo weiß ich jetzt nicht. Bis zu dem einen Typen da. Dann müsste auch Kor Kalom da irgendwo dort sein. Und
Und den müssen wir auch noch besiegen. So, aber egal, mit uns jetzt erstmal rein. Dann machen wir drinnen auch nochmal ein Safe Game. So, drinnen sind wir. Speichern. Ah ja, hier ist übrigens der Speicherstand, wo ich eigentlich ja die alle umlegen wollte, aber es einfach nicht funktioniert, weil es Charaktere gibt, die einfach unsterblich sind. Ja, aber egal. Vielleicht kann man das mit einer Mod machen, aber ich werde das wahrscheinlich nicht mehr machen. Also hier genau müssen wir hoch. So, und suchen wir jetzt mal den lieben Korkalom und den Schläfer. Ja, die Waffen liegen hier immer noch rum. So, die Frage ist, wo muss ich denn nochmal hin? Genau, da war ja der erste. Hier lang muss ich, ja? Und dann glaube ich hier geradeaus. Nee, es war hier durch die... durch diese... Dinger hier. Hier muss ich durch. Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Ich muss mal eben kurz Yoshi helfen, da wieder rauszukommen. Der hat es wieder hingekriegt, dass er irgendwo feststeckt. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Yoshi ist wieder frei. Ich weiß eigentlich nicht, was der da immer für einen Blödsinn macht. Der kriegt das aber immer wieder hin, dass er immer irgendwo wieder feststeckt. Und ich musste wieder ein bisschen da bei ihm im Terrarium alles umräumen. Aber ich liebe diese Schildkröte. Auch wenn die manchmal sich sehr, sehr dumm anstellt. So, ich glaube, das war der Weg hier, oder? Ich gehe mal von aus. Und dann da lang, glaube ich. Da ist auf jeden Fall wieder ein... Ja, ich glaube, das war nicht der Weg. Und hier kamen wir einmal raus. Aber auch wenn da jetzt ein Gegner wieder neu gespawnt ist. Doch, doch, dann eher hier lang. Genau, und dann müssen wir da rein. Da hatten wir ja einmal gehabt. Das mit der Lava finde ich auch hier interessant. Ne, hier noch nicht. Die Waffen sind mittlerweile mir egal, die hier rumliegen. Ab jetzt brauchen wir das Schwert. Ah, und hier haben wir es. So, hier machen wir jetzt ein Safe Game. So, und da ist der Tempel des Schläfers. Und da ist der, den wir noch ausschalten müssen. Okay. 10.000. Grashvarak Arushat. Das war jetzt der, den wir nicht besiegen konnten, letzte Mal. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, links und rechts rum, einmal hoch. Zieh lieber aber nochmal das Schwert. So.
Nochmal 1000. Okay. So. 300 Heiltränke. Was Heiltränke angeht, Bombe. Mega. Und da ist Korkalon wahrscheinlich. So. Aber ich glaube, die Erfahrungspunkte bringen mir jetzt nichts mehr. Nee, das ist nicht Korkalon. Apokalyptischer Templer, was? Okay, nochmal speichern. So, sonderbarer Stein. Hä? Okay, muss ich eine gewisse Reihenfolge machen? Damit die drinne bleiben. Oder einfach mal alle. Alle geht auf. Da ist Korkalon wahrscheinlich. Speichern. Nee, das ist Xardas. Was macht Xardas jetzt hier? Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Korkalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Ich muss. Okay, was? Da muss ich hinlegen. Okay. Fangen wir mal mit der ersten Kammer hier an. So, hier steht es auch wahrscheinlich. Der Schläfer erwacht. So, ist es soweit. Ich muss mich kurz vor der Ruhestätte des Schläfers befinden. Xardas tauchte plötzlich auf und gab mir die letzten Instruktionen für den bevorstehenden Kampf. Die fünf Herzen der untoten Ork-Schamanen befinden sich in Schreinen und müssen von den fünf Klingen, die ich bei mir trage, durchstoßen werden. Nun so kann der Schläfer besiegt werden. Hört sich eigentlich ganz einfach an. Ja, an sich schon. Definitiv. So, da sehe ich schon mal den ersten. Ja, komm. So, komm. Ich habe keinen Bock mehr, die zu looten. Wird sich auch nicht mehr lohnen, glaube ich. So, da muss ich wahrscheinlich rüberspringen, ja? So gut wie ich springen kann. Klappt das aus. Okay. Das wird spannend hier. Ist hinter mir was? Wollte schon sagen. Okay, hier wird wahrscheinlich gleich
kommst du denn her? Ist hier noch einer? Ja. Schnell. Komm. Hau den kaputt. Okay. Jetzt aber schnell heilen. So, dann können wir jetzt hier ein Safe Game machen. Hier ist die erste Tür. Nee, hier ist Korkalom und die Schläfer. Der Schläfer. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. Alter, wie die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! So, nee, ich will... Aua! Ja, keine gute Idee. So. Wechseln wir mal die Waffe. Komm. Der gab nur 300. Ah, nee. Jetzt fängt der damit an. Komm. Alter. Nicht sein Ernst. So, einmal ganz kurz hier wechseln. So, kommt er jetzt? Okay, so treffe ich ihn nicht. Und nochmal. So, einmal speichern und... Okay, ich kann ihm damit keinen Schaden zufügen, aber damit hoffentlich. Jetzt fängt er damit wieder an. Komm! Komm schon! Jetzt treffe ich nicht mehr. Alter! Komm noch ein bisschen! Komm, das muss ich jetzt schaffen! Oh. So, was hat er im Inventar? Verrückter Korkalom? Pyrokinese und Kalums Schwert. So. Heiltränke. Kann ich ihn jetzt töten? Also. Der liegt hier doch irgendwo noch. Oder er nicht. Was ist mit denen?
Zählen die jetzt als tot? Denen ist das egal. Okay. Mehr. Und den hier noch. So, nice. Das können wir speichern. So, das war der erste. Boah. Dämonenlord, was? Nein! Okay. Nach jedem Herz kommt ein Dämonenlord. Wir fangen dann mal von hier hinten an. Alter, okay. Der erste. Und hier. So, komm. So. Speichern. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was für die Gesundheit. Und den zweiten jetzt. So, noch ein Dämonenlord. Okay, der war jetzt ein bisschen leichter. Nochmal speichern. Will ich ungern noch einmal alles machen. Mal speichern. Okay, die sind doch nicht so schwer, wie ich jetzt erwartet hatte. Und hier. So, Herz abgestochen. Komm, triff ihn! So, noch einmal aufbühlen hier. Und nochmal ein Safe Game. Und so. So, jetzt versuchen wir es noch einmal. Ich hoffe, das wird mit der Videoaufnahme jetzt bei OBS funktionieren, ohne Probleme. Ansonsten raste ich gleich aus. Bitte, lass es funktionieren. Ja!
Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, nice. Wir haben das Spiel jetzt durch, tatsächlich. Den Schläfer besiegt. Alex Brüggemann. Björn Pankratz, Horst Water. Ja, ich fand das auf jeden Fall geil. Also, ich kann auch verstehen, warum so viele Leute diese Spiele-Saga lieben. Und ich freue mich schon tatsächlich, dass es dann für uns, ja, ab morgen mit Gothic 2 weitergeht. Beziehungsweise, ich mache mich schlau, vielleicht gibt es hier für den ersten Teil noch irgendwie Add-ons, DLCs, wie auch immer. Dass wir vielleicht das dann als nächstes spielen. Die DLCs von Gothic 1. Und dann direkt mit Gothic 2 weitergehen, weitermachen. Also, ich fand das mega auf jeden Fall. Klar, wir haben jetzt in unserem Spieldurchlauf nicht gerade die besten Entscheidungen getroffen, was vielleicht auch nicht einmal lore-freundlich ist. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Klar, die Steuerung auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber egal, es war auf jeden Fall wert. Vor allem, ich verstehe auch nicht, also mittlerweile nicht, wie ich 20 Jahre dieses Spiel irgendwie, seitdem es existiert, dass es an mir vorbeigegangen ist. Es ist so ein mega geiles Spiel auf jeden Fall. Und ich hatte das nie gezockt gehabt. Ich kam irgendwie nie in Kontakt mit dem Spiel und dabei bin ich ja schon ein großer Fantasy-RPG-Fan. So, bin ja auch mit Elder Scrolls und so weiter auch ein bisschen aufgewachsen. Klar, meistens eher so Strategiespiele. Aber Elder Scrolls war mitunter einer der geilsten Spiele Sagas, die ich angefangen hatte. So, okay, angefangen. Erste war wahrscheinlich Morrowind dann bei mir. Wenn diese Folge hier rauskommt, das haben wir wahrscheinlich auch schon längst mit Morrowind angefangen. So, aber Morrowind war auch so ein Spiel, das habe ich nie die Story verfolgt, sondern ja, einfach da nur Blödsinn gemacht. Vor allem, es war auch schwer, dort die Story richtig zu verfolgen. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Entweder in Gothic 2 oder ein DLC von Gothic 1. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.